Hallo, liebe Freunde des LS Simulators und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Fichtal mit Sascha. Servus. Ah ja, das wirst du auch fragen, gell? Du, tak. Ne, falsch, da. Hä? Hast du? Achso, na, falsche, Entschuldigung. So, jetzt. Müsste es klappen. Na bitte. Ist der Kalk, ist Kalk schon drinnen oder ist der Dünger drin? Ja. Ja, leerst ihn da vorne aus. Da vorne ausleeren und daneben sind ja gleich die Kalk. Big Bags. Wir gehen mal Bäume bewässern. Dass die wenigstens mal einen Ertrag auch rausgeben. Sieht es mit der Wiese aus? Hm, schaut ja gar nicht so schlecht aus. Boah, das ging flott. Mal nachschauen. Wie viel die überhaupt. Ah, oh, die brauchen schon 5000 Liter Wasser. Ich mal ein bisschen an Wasser reingeben. So, schauen wir dann was anderes nach. Zwar, wie viel hast du jetzt? 2,7. Boah. Okay, der erste hat noch ein bisschen wenig. Was ist denn? Ja, genau, den habe ich gemeint. Den muss ich erst abholen. Was auf deiner. Ja, okay, stimmt, ja. Aber ich bin damit nicht gefahren. Zumindest. Okay, danke. Bäm. Rein in die Hausmauer. Nee, bei mir. Ich bin reingefahren. Ich weiß. Opala. Mein Comic schafft das. So. Was soll ich jetzt wirklich noch oben das ganze Holz wegarbeiten, hey? Ja. Ja. Das wäre witzig. Ich muss mal jetzt mal um die Äpfelbäume kümmern, dass die genug Wasser haben. Ja, die brauchen ja verdammt viel, hey. Aha, ging das jetzt schon automatisch? Ja, beinhart. Haha, cool. Der ist einmal genug, der ist voll und der wird knapp nicht voll. Ja. Das müsstest du mal ausprobieren bei einer, ha? Fuck, Alter.
Genau, Mach mal deine Freundin, ich glaube, die schlägt dich sogar noch. bestimmt. Okay. Frag mal deine Frau jetzt, ich glaube, die schlägt dich. Bestimmt. Man, da wird das Mähwerk drin stehen. Verdammt. Also. Ach, da hat das Ding gerade Geld abgezogen. Yep. Ja gut, muss ich gleich mal sagen, wie viel das war. Wieso, was hast du denn jetzt gekauft, Kark? Achso, okay. Damit die Düngerstreuung aus Hilfe. Na. Also automatische Ausbringmenge deaktiviert. Natürlich. Fronthydraulik überhaupt. Wo haben wir einen Frontlader? Ist er da oben? Ah, da haben wir sie. So viel PS, der schafft das auch auf 42 Meter, die Scheiß, den Scheiß Kalk zu schmeißen. So, wieso mit dem Gabelstapler hier? Können das mir so auch machen, gell? Das ist der von der Gemeinde, gell? Also wir sind vom Bauhof unten, oder? Vom Händler. Ja, das ist sicher der vom Händler unten. Ja, ich höre dich. Uba. Aber der Schlachthof von der anderen Seite, wo ich probiert habe, die Hof Bergmann runterladen, gell? Die Musik, geht wieder Geld runter, wie viel? 4, 5. Schreibst du mir nachher eine Rechnung? Jawohl. Gleich mitschreiben wieder. Zettel Kai. Ne, wohl dein Zettel Kai. Badum, badum, badum. Kark. Musst du noch einmal abholen, oder? Ich muss Okay. alle meine Felder machen, also schreib Ah, sie erstmal auf. okay, mach ich. Ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert. 6. War so klar. Ja, die Hälfte ist klar. Müsste ich, wenn ich da jetzt nee, das passt nicht. Wenn ich es jetzt so mache, ne. Könnte wieder bald mähen. Willst du denn wieder Gras beinahe? Ne, ich hab's aber genug. Ich weiß nicht, wie dieses Rechnungssteuer funktioniert. Du musst mir ja sowieso noch Geld überweisen. Ah ja, genau. Stimmt. Ah, siehst, so funktioniert das dann. Perfekt, habe ich das herausgefunden. Ich raff das nicht. Ich krieg das mit Rechnungsschreiben nicht hin. Ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Zum Thema Hochschulabschluss. Ich habe einen Hochschulabschluss. Na dann. Brauchen wir ein Studium. Also.
sind alles voll. Perfekt. Die haben mal genug zum Fressen. Gut, was habe ich jetzt überhaupt alles zu machen noch? Ich habe keine Ahnung mehr. Mal gucken, was überhaupt alles mir gehört. Sind da Legenden? Okay. Da unten sind wir. Super. Na, später. Ja. Stift wartet schon. Stift startet schon. Ja. Er wartet schon. Bis er eine Zahl hört. Und dann läuft er heiß. Alter. Alter, ist der scheiß teuer, hä? Der Kalk, ne? Ja. Ja, sicher, weil wir sind jetzt schon bei über 10.000 Euro. 11.000 Euro. Rechnen wir das für den Ballen? Das können wir schon noch dazu machen, ja, können wir gegenrechnen. Weil wie viele Ballen hast du jetzt überhaupt gebracht? Ich mal die nächste Geschichte. 2, 4, 6, 7. Das ist einer von meiner. 8, 9, 10. Und einer ist da oben noch. 11, ja genau. 11 Ballen plus Transport. Stimmt. 11 Ballen plus Transport. What? 2 Ballen hab ich auch geholt. Hast du mal nachgeschaut, was du überhaupt verlangst für einen Ballen? Krass, ne? Ja. Ich gerade 143. Nein, 142. Bei mir steht noch 143. Ah, ja, passt. Ja, ja, passt. Das sind die 1000 Liter. Und wie groß sind die Ballen überhaupt? 7.500. Das heißt, die 7.500. Du bist wieder was von der Jagdvorsicht. Ja, habe ich schon gesehen. 562 sind mal 82,5 mal 142 wären 11.715. Das ist mal nur das, was du für Gras bekommen würdest. Also 11.715 würdest du jetzt einmal für die Ballen bekommen. Plus ist einmal Transport. Na, Transportfahrten da. 800 Euro dazu wären wir bei 12.500. Also na, nicht einmal. Na, stimmt nicht. Ich muss das ja mit 13 Ballen, ich habe die anderen zwei selber geholt. 13. Da hast du mir aber schon was überwiesen. Oh doch? Ja, da hast du mir schon was überwiesen. Okay, dann waren das die zwei Ballen, die ich selber abgeholt habe. Genau. Ja, wären wir genau bei 12.500 Euro, was du bekommen würdest für den Transport hinauf und die Grasballen. Genau, und jetzt müsste ich noch. Kommst du noch mal mit Kalk? Nee, ich bin fertig. Bist fertig, okay. Ich bin gleich wieder hoch, das Ding. Jawohl. 1062 plus 4512 plus 3800 plus 4500 sind wir bei 16.800. Und minus, was habe ich gesagt, die 12.000? 16.800 minus die 12.500 sind bei 4.300 Euro, was du bekommst von mir. Oder? Ja? Nee!
Nein, umgekehrt. Ich bekomme von dir 4.300, so. Wollte ich gerade sagen. Ja, gib mir, weil ich dir gleich bin. Jawohl. Naja, wenn ich ganz fies bin, könnte ich ja noch mit reinnehmen mit. Wie steht denn das? Vergiss das. Organisches Dünger, keine künstlichen Dünger. Häckseln, Mähen, Zetter, Schaden, Pressen, Ballen wechseln, Ballen kaufen. Schau, Ballen kaufen, liefern. Ha! Gibt sogar extra. Verdammt. Ballen kaufen, liefern. Pro Stück. Das heißt, du hast mir 11 geliefert. Mal 45. Wären 500 Euro. Wow. Das kommt mir noch billiger. Dann kriegst du noch mehr von mir. Natürlich 45 mal die 11 Ballen. Sind wir bei 500 Euro? Ah, das muss ich jetzt nochmal nachrechnen. Ja, verladen, liefern noch dazu. Dann sind wir da schon bei 1000 Euro. Euro plus, was haben wir noch gesagt gehabt? Ja genau, den Graspreis. Das heißt, die 11 Ballen mal 142. Wow, das ist ja gar nichts mehr. Sind wir 1600, also 1600, wären wir bei 2600 Euro, was du von mir bekommen würdest. Es gibt eine eigene Rechnung mit Ballen kaufen oder liefern, beziehungsweise Ballen verladen und liefern. Das kenne ich noch gar nicht. Ne, ich habe jetzt andere Kostenanpassung. Oder? Wir haben das vorher gerechnet, dass ich so hoch aufgekommen bin. Ah! Entschuldigung. Da Transportfahrten hatte ich vorher genommen. Das ist aber dann, wenn du irgendwas an Weizen oder Gerste irgendwas transportierst. Aber für Ballen gibt es explizit extra nochmal ein Vormerk, eine Liste mit Ballen kauf. Ja, genau. So, Entschuldigung, und wir hatten kurz selber Probleme, aber jetzt geht's wieder weiter. So, die kleine Pause habe ich genutzt und bin jetzt im Endeffekt gekommen auf 2500 Euro, die ich noch bekommen würde von dir. Da haben wir im Gegengerechnet, was er Kalk gekauft hat, und gegengerechnet dann mit die Grasballen von seinen Feldern. Er kann sie nicht brauchen, aber ich für meine Schäflein. Ja, süß seid hier. Put. Nicht davonlaufen. Ja, geh halt deine Weg. Und dann werden wir auf gleich kommen. Ich überweise die Leistung. Naja, keine Stress. Wieso sind hier noch so viele Bäume? Ran. Ha, da liegt noch ein Holzstamm. Kacke. Autoload haben wir gar nichts mit, haben wir dafür Holz? Doch. Sehr schön. Gerade glaube ich schon. Autoload gibt's nicht. Den kleinen habe ich ja gehabt, der hat ja Autoload gehabt, gell? Wenn ihr wisst, Autolad. Wenn das finanziell. Denn. Ja, genau! Mit dem habe ich auf. Den könnte ich echt nochmal nehmen. Weil den gibt's auch in Rückewagen. Mit dem kenne ich mich schon aus, wie das funktioniert. Mhm. Ja, hast du mein Großprojekt mal angeschaut auf der Wilhelmina? Wie? Auf der Map Wilhelmina. Ich habe hier drüber. Wie?
Mein Großprojekt auf YouTube. Es gibt jetzt bereits 3 Folgen, da ist die dreiviertelte Karte besteht aus Wald. Da habe ich nur ein kleines Grundstück gekauft. Und dort ist eben alles voll mit Wald. Das rode ich alles ab, verkaufe es. Und dort baue ich mir dann einen Hof auf. YouTube, wenn ich nicht vergesse, wenn es euch interessiert, verlinke ich euch dabei, dass ihr schneller anfindet. Also, nee, kann ich nichts machen. Ich würde dir gleich hochfahren, wenn du möchtest. Du brauchst aber nichts bezahlen. Was denn? Was du dir da unten hinstellst. Was möchtest du wo hinstellen? Wenn du dir Holztrick holst, ich würde dir gleich hochfahren. Ach so, das meinst du. Wäre ja gar keine schlechte Idee, ja? Wo haben wir denn jetzt? Wo haben wir denn jetzt gehabt? Da ist er. Oh, den nehmen wir nicht. Der hat einen Drehschimmer. Nee, nee, nee. Hier nicht mit Drehschimmer. Nein, nein. Obwohl der größer wäre, gell? Würde halt mehr reinpassen. Aber der kostet viel zu viel. Und vor allem auf der Map. Nee. Ist der viel zu groß. Nehmen wir lieber wieder den hier. Da ist er sogar bei weitem billiger. Ja, super. Ohne Aufsatz. Aber der hat nämlich Autolot dabei. Passt, gekauft. Ich fahre dir gleich hoch, ne? Super, danke. Das heißt. Müsste ich das nochmal nachschauen? Ich muss aber ein Kaktus bei mir gehen jetzt. Ja, das sicher. So, das machen wir dann gleich so. Ich muss jetzt ein Kaktus gehen, weil ich habe jetzt den 728 geholt. Ja. So, 800 Euro für das, dass du ihn raufbringst. Dankeschön. Hast du bekommen? Ja. Sobi. Ich stelle mal kurz meinen Träger bei dir an der Seite hin, ne? Ja. Ach, der Rückgewagen, der ist geil. Der ist echt geil, ja. Jetzt kommt so ein 300 PS Monster vor. Da sind wir. So. Hat er das jetzt gespeichert? Ich hoffe wohl. Ja. Bist du noch da oder bist du schon weg? Ich bin gerade weg. Komm, wir fahren gerade los. Achso, okay. Ja, wir haben jetzt extra das. Alter. Du musst ja gleich mal einsteigen und Gas geben. Ja. So, wo schmeißen wir denn jetzt am besten hin überhaupt? Also ich sag mal so. Darüber? So schmeißt man drüber, fertig. Da kann nichts passieren. Und dann. Tschip. Aber ich könnte sagen, jetzt ist der. Perfekt. Der TMS Vario, den ich da hatte, der ist jetzt für 80% Rabatt im Ding drin. Ja, das ist klar. Boah. Aber der ist geboostet, also der kriegt noch mehr auf die Lange gerade. Ah, ja. Nur stark. Aber es ist genauso, wenn ich wieder 24 habe. Okay. Ist da noch irgendwo was? Ja, da ist noch einer. Und. Nein, ja. Weg damit. Ist das ein Autoloader? Das ist ein Autoloader, ja? So, jetzt haben wir aber kein Maßband dabei, gell? Kann ich wieder schätzen. Ja, du kannst mich. Der Schmäh zieht bei mir nicht mehr. Beziehungsweise bei mir hat es ja nicht funktioniert, aber bei deiner Frau. Wir fanden es lustig. Das glaube ich dir. Schaut gar nicht so schlecht aus wegen die 5 Meter.
Guten Tag. Oh, da ist doch noch so ein Haufen rum. Gehen wir halt mal gucken. Ah, da oben bist du. Mordshupe. 60 schafft er. Respekt. 5. Ja. Wow, stehen bleiben. Respekt, Junge. Ja, das ist klar. Du kannst mir gerne helfen hier, ja? Wenn du dann ziemlich in der Nähe bist von den Wenn du in der Nähe bist von den Holzstämmen, brauchst du nur, glaube ich, Steuerung R drücken. Dann lädt er sie auf. Ah, um. Ja, genau. Spitze. Boah, die sind sogar zu kurz. Okay. Na, der. Okay. Geht sogar noch mehr. Okay. Ah, von der Länge her. Ja, dafür war mir fast klar, dass der zu groß ist, ja. Ah, es geht sich aus. Perfekt, Junge. Spitze. Dann nehme ich gleich den mit. Wie schmeiß ihn dann überhaupt am besten? Warte, den schmeißen wir so rüber. Ist, denke ich. Besser. Zip, Achtung, Baum fällt. Bah, genau drauf. Aber ein Volltreffer. Ja, kann ich was dafür? Du, ich hasse es. Wieso säbelt der da nicht? Das ist ja aber nicht mal erwischt. Ja, so ist es. Also will ich schnell gleich ab. Den kann ich sogar anheben. Der ist noch nicht so schwer. Und raufgeschmissen. Oh ja, wo ist denn das andere Stück jetzt hin? Da liegt's. Ja, glaube ich. Aber jetzt. Super. Dann haben wir da unten noch welche. Die sind schon geschnitten, ja. Op, 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 op. Wuhu! Geht sich sogar aus. Jetzt hoffe ich nur, dass sich der auch ausgeht. Bitte. Ist schon voll, gell? Zu lang? Warte, bist du? Sonst schreit er, dass die. Stimmt, das ging. Das geht auch noch, ja. Genau. Das Dach. Schade, die Fahrertür kann man gar nicht aufmachen. Achso. Okay. Okay, in die Fahrerkabine kann man nichts reingeben.
Schade. Wie? In die Fahrerkabine kann man nichts reingeben. Schade. Das wäre zu lustig. Wow. Genau. Kacke. Ja, ich entschuldige. Ich wollte nur das Holzstück nur rausbringen. Das war unter im Radkasten. Na super. Fällt der Blödsinn wieder raus. Scheiße, mit dem Maus jetzt. Was ist? Ach, sauber. Puh. Probier nochmal. Warte, ich setze mich rein und falls er dann oben ist, mache ich gleich die Spanngurte an. Vielleicht hilft das. Alter. Ja, das war's für die nächste Folge mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr unsere lustigen Waldaktionen dann noch weitersehen wollt, müsstet auch wieder bei der nächsten Folge mit einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.